So, ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Video. Heute, 12. September 2018, ein grauer Tag fürs Internet. Denn heute wurde, wie ich es vorhin gelesen habe, der Artikel 13 wirklich durchgesetzt. Das heißt, Artikel 13 kommt. Und ja, das ist für uns Let's Player ziemlich scheiße. Denn durch den Artikel 13, also das Urheber, diesen Upload-Filter, ist es ja nicht mehr erlaubt, Zeugs hochzuladen, was urheberrechtlich geschützt ist. Sprich, ich konnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie Zeugs ranhalten, was urheberrechtlich geschützt ist. Wie zum Beispiel diese tolle World of Tanks Tasse. Dafür wurde mir das System zum vergleichbar Videosperren oder auch irgendwie nur die Coca-Cola-Flasse. Geht nicht. Oder auch einfach irgendwelche Hintergrundmusik wird schwer. Und natürlich, Let's Plays, ne, Urheberrechtsbild, Ton gehört zu Nintendo, geht dann gar nichts mehr. Und damit sehe ich mein YouTube-Channel und die Zukunft davon, ehrlich gesagt, gerade wirklich ein bisschen sehr hart auf den Glatteis. Denn ich sehe keinen großen Ausweg daraus entkommen, weil da nutzen einen auch Nintendo-Lizenzen nicht viel. Aber woher soll das System jetzt erkennen, dass man eine solche Lizenz benutzt? Und dann tut man aus, dass sie doch mal Cola-Flasche reinhalten, dann, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ziemlich heiße. Und ja, deshalb muss man schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, wie es wirklich hier auf dem Channel weitergehen soll, weil der besteht ja nur aus Let's Plays, ne? Und entweder ich schaffe es, in ein Netzwerk zu kommen, was mit meinen Kursen und meiner Klicksanzahl auch nicht wirklich leicht ist, und schaffe es dann so irgendwie an die Lizenzen dran zu kommen, durch die ich noch weiter YouTube machen kann, oder es hat ein Problem, ne? Denn es ist definitiv festgelegt, der Upload-Filter kommt, er wird kommen und er wird alles, was auch nur irgendwie mit Upload zu tun hat, mit Urheberrecht zu tun hat, wegstreiken, weg. Und nichts von dem kann man dann mehr sehen. Natürlich heißt es auch, dass keine Memes mehr kommen. Memes werden aussterben, wird es auf YouTube, Instagram nicht mehr geben. Auch sobald ein Bild auf Instagram doppelt gepostet wurde, wird nicht mehr funktionieren. Upload-Filter sagt so, das gibt es schon. Reste gehören nicht, weg ist es, ne? Und ja, das wird für einige, auch große Let's Player, wirklich scheiße werden. Und ich hatte nie gedacht, dass sie es wirklich durchsetzen. Ich bin selbst noch total überrascht und habe es erst ein bisschen bange über die Zukunft hier von den Channel, ne? Weil ich weiß nicht, ob wir in Zukunft noch wirklich Let's Plays bringen können. Hier auf dem Channel, ich kann es euch nicht verspressen, ne? Weil sobald der Upload-Filter durchgesetzt wird, ich werde keine Let's Plays mehr machen. Außer ich komme an eine Lizenz dran. Was ein bisschen blöd ist, ne? Also, aber dementsprechend bitte noch nicht in Panik abraten, das war jetzt nicht das Schlusswort, das heißt nicht, dass ich jetzt sofort hier aufhöre und keine Videos mehr hochlade. Es kommen jetzt noch weiterhin ab Freitag ganz regulär wieder Let's Plays, solange bis halt der Upload-Filter wirklich da steht. Und dann müssen wir schauen, wie das ist. Ich meine, noch ist er nicht da. Ich meine, er wird in der Zukunft kommen, aber noch ist das nicht. Und bis dahin kommen noch regulär Videos und dann müssen wir jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich will nicht mit YouTube aufhören, ich will nicht mit Let's Plays aufhören, ich will das noch weitermachen. Aber, ne, ist ja klar, eben nur, wenn es geht. Das soweit eben mein kleines Video. Ich finde es einfach immer nur noch, bin immer noch sprachlos und finde es traurig, dass die Zeit jetzt wirklich durchgesetzt wurde. Es fühlt mich auch bei der Welt, dass es hier so hell ist, weil die Sonne strahlt gerade komplett hier rein. Ich habe normalerweise das Halogen hier an der Stelle, aber die habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht, weil ich das relativ schnell mache. Weil ich gerade nicht viel Zeit habe, deshalb hatte ich keine Zeit, die Jalousien hier runter zu machen, alles deshalb ist da dieser Streifen. Ja, letztes muss man auf jeden Fall schauen, wie es dann weitergeht. Ich hoffe wirklich, dass ich mit YouTube weitermachen kann. Stand der Dinge jetzt, es sieht eher schlecht aus wegen Upload-Filter. Ja, müssen halt schauen, wie es wird. Ja. Werden wir sehen. Ja, das war's mit dem Infovideo soweit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.